Monsieur Foring, dois-je bien comprendre que l'ensemble des procédés employés par les Allemands étaient destinés à opérer la nazification de la Hollande et que, s'il existait, comme vous l'avez dit, plusieurs tendances différentes chez les Allemands, ces tendances ne différaient que sur les moyens et non pas sur le but de germanisation. Die eigentliche Nazifizierung Hollands hat sich auf praktisch alle Lebensgebieten unseres Landes vollzogen. Sie haben versucht, auf all diese Gebieten das Führerprinzip einzuführen. Ich möchte zum Beispiel darauf hinweisen, dass gegen unsere ursprünglichen Erwartungen man nicht einmal die sogenannte sozialistische Gewerkschaften verboten hat, aber dass man einfach versucht hat, sie zu okkupieren. Es braucht sich in dieser Hinsicht nicht zu ändern. Sogar haben sie das versucht mit die holländische politische Partei. Ich habe als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Hollands einen längeren Gespräch gehabt mit Herrn Rost von Tonningen, der mir persönlich gesagt hat, es sei doch schade, dass die gute kulturelle Arbeit von Erziehung der Arbeiterschaft nun eingestellt werden soll. Wir sollen uns zur Verfügung stellen. Wir wollen doch gemeinsam den Sozialismus. Und da kann es noch eine gute Zusammenarbeit geben. Ich habe das in einem langen Gespräch abgelehnt, indem ich ihm gesagt habe, dass für uns die Demokratie keine opportunistische Angelegenheit sei, aber ein Teil unserer Weltanschauung und dass wir nicht bereit sind, diesen Verrat an unsere Überzeugung und unsere Prinzipien zu üben. Von dem, was wir zu erleiden gehabt haben in Holland, das war gerade die Judenverfolgungen. Sie wissen vielleicht, dass wir in Holland und insbesondere in Amsterdam eine starke jüdische Minorität gehabt haben. Diese Juden haben ein sehr lebendiges Anteil gehabt am ganzen öffentlichen und kulturellen Leben Hollands und man kann ruhig sagen, einen Antisemitismus gab es in Holland nicht. Als anfangs die Deutschen in Holland gekommen sind, haben die uns versprochen, es würde den Juden nicht passieren. Trotzdem gab es schon in den ersten Wochen eine schreckliche Welle von Selbstmorde. Und in den nächsten Monaten kamen dann allmählich die Maßnahmen gegen den Juden. Herr Präsident, Dr. Steinbauer für Seyss-Inquart. Damit der Herr Zeuge nicht noch einmal die weite Reise von Holland hierher unternehmen muss, möchte ich ihm auch in Abwesenheit meines Jenten schon heute befragen. Sagen Sie, Herr Zeuge,
als die Regierungsgemacht an Seyß-Inquart überging mit dem Erlass vom 18. Mai 1940, war da die Königin oder Mitglieder der holländischen Regierung noch auf dem holländischen Territorium? Nein, die waren nicht mehr auf dem holländischen Territorium. Die bisherigen Beamten der Regierung belassen, ja, soweit sie nicht, ist Ihnen bekannt, dass von den neuen Generalsekretären die noch aus der königlichen Zeit stammten, nur einer abberufen wurde? Ja, das ist möglich. Ist Ihnen weiters bekannt, dass von den 11 Provinzkommissaren dann haben Sie die Frage nicht ganz beantwortet, die der Herr Ankläger an Sie gestellt hat. Er hat Sie gefragt, welche politischen Parteien waren im Zeitpunkt der Invasion in Holland im Parlament? Welche Parteien? Das waren also die katholische Partei, zwei protestants-christliche Parteien, zwei liberal-fortschrittliche Parteien, die Sozialdemokratische Partei und die Kommunistische Partei und dann noch einige Splitterparteien. Sir, both going a little bit too fast. Ist es richtig, dass Seyß-Inquart für das holländische Schulwesen großes Interesse zeigte? Daran kann ich mich nicht erinnern. Dass er zum Beispiel die Elementarschule um eine 8. Klasse vermehrte. Das ist ja, das ist richtig. Und auf die Weise den hat er auf diese Weise erreicht, dass die halbwüchsige Jugend später in den Arbeitsdienst oder in die Arbeitsverpflichtung hineingekommen ist. Richtig. Hat er auch Interesse gezeigt, einem alten holländischen Wunsch Rechnung